ich möchte Ihnen die Kontrahenten vorstellen. In der roten Ecke, er ist 30 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 79,2 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,85 Meter. Sein Kampfrekord, 29 Kämpfe, 28 Siege davon, 19 durch K.O. In seiner Ecke Volker Grill, Christoph Busch, Conny Mittermeier sowie sein Trainer Michael Timm. Aus Berlin Thomas Ulrich. In der blauen Ecke, er ist 29 Jahre alt, sein offizielles Kampfgewicht 79,2 Kilogramm. Er ist 1,86 Meter groß. Sein Kampfrekord 29 Kämpfe, 29 Siege, davon 20 durch K.O. In seiner Ecke Daniel Milan, Sigi Rosalski, David Eskalet und sein Trainer Andrzej Gmitruk. Aus Polen der Weltmeister Tomasz Adamek. Ringrichter des Kampfes ist Ian John Lewis aus England. Die Punktrichter: Richard E. Flaherty, USA, Anek Hong Ton Kam, Thailand und Guido Cavalieri aus Italien. Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, sich zu erheben für die Nationalhymnen. Wochen nach Luan Krasniqi greift also wieder ein deutscher Boxer nach der WM-Krone. Guten Abend, liebe Zuschauer. Und das ist er. Bekommt der deutsche Boxsport heute Abend einen zweiten Weltmeister neben Supermittelgewichtler Markus Beyer? Wird Thomas Ulrich heute Weltmeister im Halbschwergewicht und damit Nachfolger der ehemaligen Titelträger Henry Maske und Graziano Rocchigiani? Die Klasse, die Voraussetzungen dazu bringt er mit. Viel Glück, sagt der Ringrichter Ian John Lewis aus England. Ein ganz erfahrener Mann, in Deutschland zuletzt aufgetreten als Punktrichter beim EM-Kampf im Schwergewicht damals, Krasniqi gegen
Hoffmann. Da haben wir den Weltmeister, den Titelverteidiger. Wer ist dieser Tomasz Adamek? 28. Große Namen hat er nicht geboxt bis zum Titelgewinn gegen den Australier Paul Briggs am 21. Mai. Das war in Chicago, wo ja sehr viele gebürtige Polen leben. Und die Boxexperten unter Ihnen werden es wissen, im Hauptkampf standen sich damals Lehman Brewster und Andrew Golota gegenüber. Und Brewster gewann damals durch K.O. in der ersten Runde, brauchte ganze 52 Sekunden. Ja, was erwartet uns hier heute für einen Kampf? Ich glaube, eine bedingungslose Keilerei. Ein sehr harter Kampf, ohne Rücksicht auf sich selbst oder den Gegner. Er will ihn diktieren, nicht er hier der Titelverteidiger, sondern der Herausforderer. So ist das Konzept geplant. Das war der Stare-Down, die letzten mahnende Worte von Ian John Lewis. Adamek, der kann mächtig hauen, wie die Boxer sagen, Ulrich aber auch. Und beide haben Nehmerfähigkeiten, für Ulrich spricht, dass er etwas beweglicher ist als der Pole, der oft stehen bleibt, ein festes Ziel bietet im Oberkörper. Vielleicht ein bisschen unbeweglich ist also ein Gegner wie geschaffen für ihn, für Thomas Ulrich, der zweifelsohne mehr zeigen muss als bei seinen beiden letzten Europameisterschaften gegen Silvio Branco und gegen den Engländer Matthew Barney. Ulrich also in der blauen Hose im Hintergrund. Und beide in der Normalauslage und gleich Fuß an Fuß in der Ringmitte. Kein Rückweichen von einem der beiden. Und beide suchen gleich ihre Trefferchance mit der linken Flanke. Es wird allgemein versichert, dass Thomas Ulrich in exzellenter Verfassung ist, dass er schon in das Trainingslager im Wald bei Hamburg, wo er für sich ganz allein trainiert hat, in hervorragender Form hingekommen ist, muss allerdings hier in der ersten Runde doch schon eine ganze Reihe von Treffern zum Kopf nehmen. Sehr hohe Schlagfrequenz. Besonders bei Adamek. Wenn es in dem Tempo weitergeht, ist es sicher fraglich, ob das dann über 12 Runden geht. Und normalerweise soll ja eigentlich der Herausforderer, der Agilere, der Kontrahentin sein, der Angreifer. Aber als der erweist sich hier in den ersten anderthalb Minuten der Titelverteidiger. Ulrichs Gesicht leicht gerötet. Ein ziemliches Plus an Treffern auf Seiten des Titelverteidigers. Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist die Devise der Ecke von Thomas Ulrich, der ja im Rückwärtsgang doch leicht Probleme hat, wenn er aus der Defensive herausboxen muss. Aber in der Offensive sieht er in der ersten Runde schlechter aus als der Pole, der jetzt mit einer gewaltigen Rechten kommt. Für den das ja fast so eine Art Heimspiel hier ist. Es sind sehr, sehr viele polnische Fans in der Halle. Adamek ja auf dem besten Weg, Nachfolger als Idol in Polen zu werden von Dariusz Michalczewski, den er übrigens nicht sonderlich schätzt, von dem er meint, er habe seine Seele nach Deutschland verkauft. Und ein technisch sehr hochwertiges Gefecht und eine sehr gute Rechte von Ulrich aus der Defensive heraus. Aber die höhere Zahl der Treffer lag ganz eindeutig beim Titelverteidiger, dem ich diese erste Runde geben möchte. Wen drehst du heute? Schön, der ist erschrocken jetzt. Schön, der ist erschrocken. Step rein mit Jab, Thomas. Step rein mit Jab. Hast du gesehen, wie er den frisst? Ja, bomb. Immer wieder.
Okay. Mach weiter so. Okay. Das geht. Geh ich steuern. Beine ein bisschen locker machen. Sehr schön. So geht das weiter. So, warte mal. Schön von der Kapitän. Thomas, souverän weiter. Der wird gebrochen. Große Zuversicht in der deutschen Ecke, auch was wir nicht sehen konnten in der polnischen. Ich habe da mal so ein bisschen reingehört. Da sagte der Trainer seinem Schützling, mach so weiter, dieses Tempo, das kann der Ulrich nicht lang genug mitgehen, um dir gefährlich zu werden. Die zweite Runde. Ein technisch hervorragendes Gefecht. In diesen ersten Minuten mit sehr klaren Strukturen, mit sehr klaren Treffern, sehr schön vorbereitete Schläge mit der linken Führhand, sehr schöne, gute Treffer mit den rechten Schlaghänden bei beiden. Und Ulrich wird besser. Trifft selbst und hat dann gleich das Problem im Rückwärtsgang. Und weiterhin enorm hoch das Tempo. Beide sicherlich mit hervorragender Kondition. Aber ob das ausreicht, 12 Runden zu gehen, Ulrich trifft jetzt besser in der zweiten. Und in der Deckung, die beiden Hände ein bisschen weit auseinander, deshalb kommt die linke Führungshand oft durch. Aber bei diesem hohen Tempo kriegt man die Hände auch so schnell nicht wieder zurück und dann zusammen. Und beide schlagen, beide kassieren. Was ist das? Ein Kampf auf einem hohen Niveau mit einem unglaublichen Repertoire an Schlägen. Ein sehr guter Schlagabtausch. Sehr schöne linke von Ulrich, noch eine rechte hinterher, kassiert aber in diese beiden Schläge hinein, selber Treffer. Und ich habe es vorher gesagt, Nehmerfähigkeiten haben sie beide. Und das haben sie beide schon in diesen ersten beiden Runden unter Beweis gestellt. Also das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Ulrich als gegen Silvio Branco, als auch ganz besonders gegen Matthew Barney, gegen den er ja Probleme hatte im Rückwärtsgang. Wunderschöne Rechte, über die Deckung geschlagen. Sehr konzentriert, sehr aggressiv. Thomas Ulrich, der einen ganz leichten Cut zwischen den Augenbrauen hat, aber das sieht nicht so aus, als könnte ihn das sonderlich hindern. Meine Güte, gehen die ein Tempo. Wenn man sich so mal einen normalen Menschen vorstellt, wenn der all diese Treffer eingesteckt hätte in knapp 6 Minuten. Weiß nicht, ob der noch atmen würde und überhaupt jemals wieder aufwachen. Exzellenter Kampf. Dobrze, nie wytrzyma takiego tempa. Wyżej lewa ręka ściągnięta, bo bije bezpośrednim prawym. Zobaczcie tym prawym teraz? Nie. Okej. Okay. Wyżej lewa, rób swoje. Cały czas na pressingu, bo się cofnąłeś za bardzo, okej? Okay? W dół, nie prostuj się w ataku, w dół. Dwie kombinacje w dół i jeszcze raz na górę, okej? Okay? Rozumiesz? Tak. Żebyś nie prostował się po ataku. Chodzi, also, mach so weiter, sagt Andrzej Dmitruk, der Trainer. Er hält das Tempo nicht durch, das du hier vorlegst, und bereite weiter schön vor mit der linken. Da ist doch genug Platz für deine Rechte. Dmitriuk, ein sehr erfolgreicher Trainer. Unter ihm gewannen die polnischen Amateure 88 in Seoul 4 Medaillen. Und seitdem gab es nicht eine einzige Boxmedaille mehr für Polen. Die beiden haben so ein bisschen ein Vater-Sohn-Verhältnis, denn der Vater von Adamek ist gestorben, als er 2 Jahre alt war. Er wuchs aufgezogen von der Mutter und 5 Schwestern.
Die dritte Runde. Überfallartig die Rechten von Adame. Und das Tempo weiter unverändert hoch. Beide sehr offen. Adamek erstmals auch mit dem Versuch, auf die Leber zu gehen, zum Körper von Thomas Ulrich. Und er wehrt sich hervorragend. Hat mehr Treffer nehmen müssen als der Pole. Aber die gut weggesteckt. Nachdem er in der zweiten Runde ein bisschen die Kontrolle verloren hat, übernimmt Adamek jetzt wieder das Kommando und das Gesicht von Thomas Ulrich wird blutiger. Der Cut zwischen den Augenbrauen hat sich noch ein bisschen weiter geöffnet. Es läuft Blut heraus, das irritiert Boxer dann immer, weil das auch mit dem Schweiß in die Augen laufen kann. Vielleicht denkt Thomas Ulrich jetzt auch vielleicht ein bisschen zögerlich wieder. Hat ja früher schon einige Male Probleme mit der rechten, mit der Schlaghand gehabt. Als Amateur schon mal Mittelhandknochenbruch, später auch nochmal als Profi. Und da ist er immer ein bisschen zaghaft zu Beginn. Will diese, weil er immer fürchtet, das könnte wieder vielleicht mal passieren, nicht so voll einsetzen wie zum Beispiel gegen Branko, als er ja dann mit dem berühmten Lucky Punch in der 11. Runde Europameister wurde. Oh lala, sehr gut vorbereitet von Adamek und dann die Rechte an den Kopf von Ulrich. Der wehrt sich aber mit dem Mut der Verzweiflung. Adamek hat das Gefecht wieder im Griff. Die besseren Treffer, die klareren, die stärkeren, die härteren Schläge landen am Kopf von Thomas Ulrich. Und er nimmt auch diese Rechte gerade, die über seine linke Führhand kommt und trifft selber noch. Unglaublich, was die beiden hier für ein Tempo gehen, was die beiden hier ausschenken und was sie auch einstecken. Komm, Thomas, jetzt wird gekontert. Reiz ihn, dass er kommt. Du musst ihn kontern, ja, immer wieder da sein. Schön. Wenn er kommt, kontert er immer ab mit der Rechte. Hau die Rechte einfach rein, der rennt da genau drauf. Okay, gleich die Rechte, so wie eben zum Schluss. Da war diese Rechte. Und das sieht man hier, irritiert der Blick von Thomas Ulrich, diese Rechte, die einschlug am Kopf. Hier ist die Frau von Tomasz Adamek, Dorota. Hat ihn auf Distanz, wenn er nah ist, da wird er ein bisschen zu gefährlich, aber du machst das gut, sagt Gmitrio. So, vierte Runde und es ist bei Ihnen Adamek, die zweite, ja, das ist das, was wir auch gesagt hatten, das war die knappste bisher vorne, ja, das könnte man möglicherweise gegenzeichnen, was Sie da im Internet abgestimmt haben, das sind ja die Prozentsätze Ihrer Werte. Also, vierte Runde und hier muss man wirklich hellwach bleiben, auf jeden Schlag achten, denn jeder könnte der Letzte, könnte der Entscheidende sein. Was haben die beide für Power in ihren Schlägen? Was haben die für gute Kondition? Wie marschieren sie beide aufeinander los? Und was steckt Ulrich da alles ein? So viel Schlagkraft hat man dem Titelverteidiger eigentlich nicht zugetraut.
Und kein Distanzboxen. Beide suchen die Nähe, suchen die Halbdistanz, suchen den Angriff. Exzellentes Format hat diese Weltmeisterschaft. Und daran trägt der Herausforderer einen großen Anteil. Denn er präsentiert sich mutig, wenn auch im Moment er sicherlich unterlegen ist, was die Punkte angeht. Aber er sucht seine Chance, einen Aufwärtshaken, der einschlägt. Der Pole hat sich hier in den ersten vier Runden wahrhaft als ein würdiger Weltmeister erwiesen und Thomas Ulrich auch als ein würdiger Herausforderer. Und wie kann Ulrich das Ding noch umreißen? Genau, er muss versuchen, näher ranzukommen. Der Pole, der eigentlich auf Wunsch seines Trainers nach vorne gehen soll, ist jetzt doch ein bisschen mehr in den Rückwärtsgang übergegangen. Ulrich hat nachgesetzt. Übt Druck aus und unter diesem Druck kommt dann auch mancher so seiner Schläge ins Ziel. Ich weiß, es ist hart, aber hinterher freust du dich. Herzlich willkommen, Corinna. Ja, da haben wir diesen Cut bei Thomas Ulrich, aber das sieht nicht sonderlich gravierend aus. Schön, du kriegst ihn. Mit Jab, hast du gesehen, den Step? Mit Jab, immer reintreten, reintreten, da kommt er. Drückt richtig rein, da läuft er genau rauf. Ja, aber komm nicht hoch danach. Und einmal hast du die rechte eiskalt gegengefeuert. Okay, such den kürzesten Weg. Ja, Michael Timm, wenn wir hier Adamek haben, Michael Timm macht Thomas Ulrich Mut. Er ist ja mal wieder ein neuer Trainer in der Ecke, aber er hat das ein bisschen nachlässige, luschige Talent Thomas Ulrich offensichtlich aufgeweckt, der ja erst unter Thorsten Schmitz geboxt hat, dann verzweifelte der, dann Fritz Stunek, dann kam wieder Thorsten Schmitz und jetzt wurde Michael Timm zu dessen Trainer bestimmt. Er ist ja ein schwieriger, sehr introvertierter Typ, dieser Thomas Ulrich, der die Öffentlichkeit nach Möglichkeit meidet. Man hat manchmal das Gefühl, das könnte ihm ein bisschen unangenehm sein, Weltmeister zu werden und dann Öffentlichkeit zu bekommen. Und wenn er solche Schläge häufiger mal ins Ziel bringen kann, dann hat er eine gute Chance. Die linke kam, die rechte auch. Dass Ulrich Power in den Fäusten hat, das wissen wir. Die klareren Treffer allerdings liegen bei Adam. Aufwärts. Noch einer. Das sieht man auch selten. Richtig rein oder eingesprungen in Aufwärtshaken des Weltmeisters. Und das Ganze erinnert doch so ein bisschen an das Format, an das Tempo. Zwei Gewichtsklassen höher vor 2,5 Wochen bei Krasnici gegen Brewster. Das war ja auch ein auf sehr hohem Niveau ausgeführtes Gefecht. Und dieses hier ist vom Boxerischen her noch eine Stufe höher. Beide exzellent. Schöne linke Ulrich, die linke von Adame kommt nicht ins Ziel. Der Herausforderer sucht weiter seine Chance, muss dabei weiter natürlich auch üble und harte Treffer einstecken. Aber kann Adamek möglicherweise stellen am Seil. Der schüttelt mit dem Kopf. Nein, das war nichts. Das ist meist das klarste Indiz, dass da tatsächlich doch was war. Vielleicht müsste Thomas Ulrich versuchen, einen Schritt näher, noch einen halben Schritt näher ranzukommen
an den Titelverteidiger, der diesen Druck gar nicht so mag, der im Oberkörper nicht so beweglich ist, der Schläge nicht auspendeln kann. Und Ulrich müsste jetzt vielleicht langsam doch mal beginnen, die Rechte noch häufiger zu schlagen. Und man merkt gar nicht, dass da ein Ringrichter mit im Ring steht, Ian John Lewis. Der hat gar nichts zu tun. Die beiden prügeln jetzt seit einer Viertelstunde aufeinander ein, aber das ist ein sehr sauberes Gefecht, da gibt es kein Halten, da gibt es keine Fouls und das ist eine leichte, simple Aufgabe für einen Ringrichter. Du hast die beste Kondition. Du bist Herr da. Du machst ja mit schon fest, jetzt erst sauber. Einsatz, immer wieder rein. Okay. Und wenn du da wieder hinten in der Backe, geh nicht so aufrecht. Komm. Es geht nicht anders, Thomas. Komm, du kannst das. Wenn du aufstehst, das sieht doch gut aus. Nur lass dich nicht so treffen, Thomas. Komm, ich denke an den Traum. Komm, los. Es ist alles offen jetzt hier. Im Kopf. Ja. Ordentlich. Du bist du drauf, Thomas. Noch bist du super drauf. Gib doch keinen Du bist super drauf. Deiner. Sehr genau. Super drauf. Link 306, Ball 6. So, die sechste Runde und ich glaube, das ist so ein Kampf für Leute, die Rocky-Filme gern haben. Das ist so was, wenn man vielleicht eine Schlagzeile dazu bilden will, so etwas wie das Duell der Kampfmaschinen, die nur eins kennen, Vorwärtsgang, Attacke, Schlagen, Treffen. Und die Zuschauer hier, die 4000 in Düsseldorf, die merken, dass sie hier Augenzeugen eines sehr besonderen Kampfes sind. Die Stimmung ist hervorragend. Das ist ein Kampf, der Spaß bringt, sich anzuschauen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn man einseitig auf der Seite des Herausforderers steht, wenn man gerne den Deutschen triumphieren sehen möchte, der liegt noch hinten, der kassiert jetzt die linke und die rechte von Adame. Noch eine linke. Der Cut beginnt sich zu öffnen, aber er weiß sich immer zu wehren, Thomas Ulrich. Er findet häufig eine Antwort auf das, was da auf ihn zufliegt und auch bei ihm einschlägt. Unglaublich beherzt Thomas Ulrich. Von dem, der galt ja häufig so als Weichei, aber heute, da ist von Weichei nichts zu spüren. Das ist der härteste Kampf seiner Karriere, glaube ich, sagen zu können. Und den absolviert er für seine, nicht nur, das will ich gar nicht einschränken, hervorragend. Lassen wir das weg mit für seine Verhältnisse. Er hat die Anerkennung verdient, er gibt alles, er sucht die Chance, das ist die Chance seines Lebens. Mit 30, Weltmeister, und dann nimmt er diese Rechte, und das war's, oder? Erholt er sich nochmal von diesem rechten Cross von Adamek in der sechsten Runde. Ian Lewis zählt 9 aus, Schluss, er hat es nicht geschafft, Thomas Ulrich. Wie bitter, dieser Ringrichter hat schneller gezählt als der bei Krasnitschi gegen Brewster. 9 aus, da war Schluss. Ian John Lewis aus England. Nach 1 Minute und 56 Sekunden ist es bittere Gewissheit. Er bleibt Weltmeister im Halbschwergewicht. Tomasz Adamek aus Polen, seine Frau Dorota, kann jubeln. Und dieser Ulrich hat unseren Respekt, hat unsere Anerkennung verdient. Er war auch jetzt noch in der sechsten Runde sowas wie der Außenseiter. Aber er hat seine Chance gehabt und dann kam diese fürchterliche rechte Cross geschlagen über die Führhand von Ulrich direkt zum Kinn. Und da sah man gleich, als er umfiel, das war's. Ich glaube auch, wenn Lewis sich noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, dass Thomas Ulrich es nicht geschafft hätte bei 9. wieder oben zu sein, kampffähig zu sein. Diese Rechte war einfach zu schrecklich, war zu hart, war zu brutal, schlug zu genau, zu exakt am Kinnwinkel ein
Und da war die Chance, war der Griff von Thomas Ulrich nach der Weltmeisterschaft beendet. Hier, da ist er offen und dann kommt diese Rechte. Gott, oh Gott, war das ein Fund, war das ein Volltreffer. Keine Chance der Deckung. Und da fiel Thomas Ulrich um, wie damals bei seiner bislang einzigen Niederlage. Das ist erst seine zweite, bei der einzigen gegen Glenn Coffey Johnson, den späteren IBF-Weltmeister, wo er ja auch so schwer K.O. gegangen ist. Schade. Also Anerkennung für den Weltmeister. Er ist ein wahrer Weltmeister. Anerkennung aber auch für Thomas Ulrich. Ich habe mich häufig kritisch über ihn ausgelassen, weil ich ihn auch häufig so ein bisschen für ein Weichei, für ein Psycho gehalten habe, was ja auch seine Trainer schon gesagt haben. Aber das hier, heute diese Leistung, à la Bonheur, Hut ab, Thomas Ulrich, während hier die polnische Ecke feiert und Don King seinen Schützling Adamek, der fast mal bei Universum gelandet wäre, Dariusz Michalczewski hatte ihn empfohlen, der dann aber zu Don King ging. Dorota, die Frau von Adamek, kommt jetzt in den Ring, will mitmachen bei der Party, will mitfeiern. Und noch einmal, immer wieder kommt dieser grauslige rechte Cross, der seine Träume beendet, der ihn kurz ins Reich der Träume schickt, aber leider auch seinen Kampf, seinen Traum von der Weltmeisterschaft beendet. Tja, was wird aus ihm jetzt? Was wird er in Zukunft machen? Er war zu gut, um vielleicht sich zu negativ zu äußern über seine Zukunft. Aber er ist immerhin schon 30. Was kann er noch machen? Die WM-Chance erstmal vorbei. Vielleicht mal wieder nach der Europameisterschaft greifen. Im Moment hat er keinen Anspruch auf eine Weltmeisterschaft. Vielleicht gibt es ja mal einen. Tioso, Fabrice, der Franzose. Gute Kontakte von Universum. Vielleicht in einem Dreivierteljahr mal zu einer freiwilligen Titelverteidigung. Einer weiteren Chance für Thomas Ulrich, der hier sehr viel Lob und Sie hören Anerkennung von den Zuschauern in der Halle erntet. Aber wie gesagt, er ist halt auch 30 und er wird nicht jünger. Und eigentlich ist es bitter. Er hat als Amateur zweimal Sven Ottke geschlagen, auch im Finale der deutschen Meisterschaften. Was hat der aus seiner Karriere gemacht? Er ist Multimillionär. Thomas Ulrich hat aber bis dato viele, viele Chancen vertan. Es ihm nach.